verspreche, dass der Böse dann nochmal zu Wort kommt, wenn die entsprechenden Fragen zu dem Entwurf gestellt werden. Also will meine Gemeinheit hier etwas abmindern, aber mich andererseits daran halten, dass Sie jetzt als Publikum ins Spiel kommen. Es gibt zwei Mikros, die müssen immer, da muss immer drauf gedrückt werden, und ich würde Sie auch bitten, da das relativ übersichtlich ist, dass Sie sich kurz vorstellen. Also natürlich, wie Sie wollen, das wäre aber nett, wenn Sie das machen. Hier vorne ist Herr Schwarz, habe ich gesehen, hat sich gemeldet, dann Frau Neumann, dann Ihr Name kenne ich nicht. Also wir haben jetzt vier registriert. Ja, Eberhard Schwarz, Juristische Fakultät der Humboldt-Universität, Emeritus, kein Strafrechtler. Also zunächst mal, Beihilfe war bisher zum Suizid ja straffrei. Die Frage ist, und die ist sehr umstritten, wenn man in die strafrechtlichen Kommentare schaut, wo ist die Grenze zwischen Beihilfe und Tötung auf Verlangen? Der Entwurf Reimann-Hitze-Lauterbach löst das und sagt, die Tötung muss aber durch den Sterbewilligen selbst erfolgen und nicht dadurch, dass der Arzt ihm das Medikament spritzt, in den Mund gibt und so weiter. Zweite Bemerkung, geschäftsmäßig bringt in der Tat nichts aus Vogler. Geschäftsmäßigkeit ist relativ rasch erreicht, sodass Ihr Entwurf darauf hinausläuft, dass Ärzte keine Sterbehilfe leisten dürfen. Auch bei gewerbsmäßig, Frau Künast, habe ich ein bisschen Bedenken. Sie übernehmen zwar die gängige Definition, aber man begibt sich trotzdem in einen Graubereich. Wo fängt das Gewerbsmäßige an? Wo hört es auf? Der Arzt, der dann wiederholt Sterbehilfe macht, gerät immer an diese Grenze. Ist es gewerbsmäßig oder nicht? Das muss der Staatsanwalt ihm nachweisen und das Gericht. Aber mir scheint das doch keine klare und sinnvolle und handhabbare Lösung zu sein. Dass Sie die Sterbehilfevereine, meines Erachtens, wollen Sie sie verbieten? Nein. Nein, werden nicht kriminalisiert. Sie, Frau Künast, Sie wollen sie nicht? Nee, natürlich. Doch, natürlich. Gut, wunderbar. Nein. Nein. Also Sie wollen die Sterbevereine, die Hilfevereine auch zulassen. Das habe ich nicht mehr so richtig gedacht. Die bleiben. Die bleiben. Ja, dann zum Berufsrecht vielleicht noch. Ich habe den Eindruck, die Ärzte, die in den Landesverbänden davon betroffen sind, sehen das doch als Schwierigkeit an. Ich erinnere mich an ein Buch eines früheren Arztes vom Urban-Krankenhaus, Gereda, das Sie vielleicht auch kennen, der das sehr stark kritisiert als und es könnte ja so sein, dass solche Ärzte dann, wenn sie den Regeln ihrer Kammer zuwiderhandeln, zumindest wie früher Abtreibungsärzte diskriminiert werden, jedenfalls unter den Ärzten ein schlechtes Licht auf sie geworfen wird in der Ärzteschaft. Deshalb meine ich, man müsste diese berufsrechtlichen Dinge gleichziehen mit der jeweiligen Lösung im Strafrecht bzw. im Familienrecht. Danke. Ich habe jetzt Frau Neumann gesehen, als Nächste, dann hier vorne und die vierte war dann hier. Das ist das. Mein Name ist Peter Neumann vom Humanistischen Verband Deutschland. Wenn es doch erlaubt ist, hier ein bisschen ausführlicher zu sprechen, würde ich ganz kurz zu allen Teilnehmern etwas sagen. Spontan gefällt mir der Ansatz von Frau Keul am besten. Zudem
Vorgestellten, das ja hier auch Thema war, also dieses ärztliche Berufsrecht, mir scheint das ein riesiger Popanz zu sein, ehrlich gesagt. Also da stimme ich Ihnen ausnahmsweise zuvor, Frau Keul, Sie äußern sich ja auch in einer ähnlichen Richtung, weil meines Wissens ist das Rechtsbeispiel immer der Fall, wirklich der Hausarzt, der seiner Patientin die nicht vom Suizid abgehalten hat, und der stammt aus dem Jahre 84, sprich, es ist das Thema überhaupt noch nie irgendwie großartig oder erst recht nicht in großer Anzahl vor Gericht gelandet. Und warum nicht? Weil es ja kein Arzt gemacht hat. Und zwar auch nicht, als es noch erlaubt war. Also wenn es stimmen würde, was Lauterbach, Reimann und Hinze hier im Visier haben, dass nun das ärztliche Berufsrecht, also in den 10 betroffenen Landesärztekammern dazu führen würde, dass kein Arzt mehr Suizidhilfe leistet, dann frage ich mich, war es denn vor 3 Jahren anders? Die Antwort lautet nein. Nur nebenbei gesagt, verstehe ich nicht, warum es nicht vielleicht im Patientenrechtegesetz auch hätte angesiedelt werden können. Das ist ja, glaube ich, § 213 A bis A, aber das alles nur am Rande. Zu Frau Vogler, also ich bin insofern ziemlich enttäuscht, weil Sie ja sagen, dass es ja hier Sie sehen vor allem das Selbstbestimmungsrecht in Frage gestellt. Sie bewegen sich damit in bester Übereinstimmung mit den Abtreibungsgegnern, das werden Sie sicher wissen. Ja. Die nämlich, Moment mal, darf ich sagen, warum? Wieso? Ja, das ist trotzdem schon klar. Bitte? Ich sage nur, warum? Nee, dass Abtreibung eine Tötung ist, das brauchen wir jetzt hier nicht drüber sprechen. Aber dort wird so argumentiert, dass es gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen versteht, muss man sich auch mal vielleicht erstmal klar machen. Ich verstehe Ihr Argument ähnlich. Also, dass gegen ein Selbstbestimmungsrecht verstoßen wird, kann sich mir nicht erschließen. Wenngleich natürlich das Schutzbedürfnis für Menschen, die sich wertlos empfinden, das müssen wir ernst nehmen. Und da müssen wir als ganze Gesellschaft dran. Das können wir bestimmt nicht mit dem Strafrecht machen. Ja, Frau Künast, wir hatten ja auch schon mehrfach das Vergnügen. Ich teile alles, was Sie gesagt haben, was Sie mit dem Gesetzentwurf vorhaben oder beabsichtigen. Nur es fällt mir auf, dass ein Strafmaß, nämlich 2 Jahre Gefängnis im § 9 Ihres Ansatzes hier überhaupt nicht thematisiert wird. Es ist ja keinesfalls nur so, dass Sie die gewerbsmäßige Suizidhilfe mit 3 Jahren, bis zu 3 Jahren bestrafen wollen, sondern dieser ganze Absatz 7, und da fühle ich mich persönlich betroffen, der richtet sich nämlich auch an oder gegen, sage ich jetzt mal, nichtärztliche Mitarbeiterinnen von Gesundheitseinrichtungen, als Beispiel ja, der Krankenhaus oder Hospiz genannt. Ich kann Ihnen sagen, dass ich 25 Jahre lang Dienstjubiläum unlängst hatte als Referentin Lebenshilfe und auch als ehrenamtliche Hospizhelferin und ungefähr vielleicht 6 oder 7 Suizide auch in dieser Zeit begleitet habe. Und das läuft vollkommen anders ab, als was Sie sich vorstellen. Ich weiß nicht, was Sie für eine Vorstellung haben. Sie sagen völlig zu Recht, das möchte ich ganz doll auch unterstreichen, die Leute sollen sprechen können. Und das gilt übrigens auch für Seelsorger. Sie sollen sprechen können. Und dann ist es einfach ein absolutes Unding, dass diese Einrichtung oder Mitarbeiter, mit denen die Leute sprechen können, sollen, nämlich nicht nur die Suizidhilfevereine, sondern ganz normale Mitarbeiterinnen, Sozialarbeiterinnen, Seelsorgerinnen oder ich bin Psychologin, dass sie die mit einem Wust von Regularien überziehen, der wirklich seinesgleichen sucht. Also wenn ich das richtig verstehe, müssen wir erstmal, bevor wir auch den Mund aufmachen und die Leute hören, was wollen sie überhaupt, müssen wir da gleich erstmal einen Arzt einschalten, wir müssen Dokumentationspflicht. Wir haben Begleitungen, die sich über Jahre hinziehen. Wir führen Gespräche mit Menschen, die wir nicht alle dokumentieren. Ich glaube nicht, dass Sie verstehen, was eine ergebnisoffene Konfliktberatung oder auch Lebenshilfe oder Lebensberatung, die auch das Thema thematisiert, dass man vielleicht an einen Suizid denkt, überhaupt im Auge haben. Ich verstehe Sie so, da kommt jemand zu Ihnen und der sagt, ich will jetzt mir das Leben nehmen, sind Sie bereit dafür, das mitzumachen, ja oder nein? Wenn ich jetzt sage ja, dann muss ich also irrsinnige Regularien
erfüllen, sonst werde ich mit 2 Jahren Gefängnis unter Umständen bedroht. Danke. Danke. Also jetzt aber erstmal die 2 anderen Fragesteller noch, sonst haben die anderen, die spätere Fragesteller kaum noch Chancen, wenn wir jetzt nicht noch kompakt hier. Guten Abend, ich bin hier reingeschaltet. Okay, jetzt hat Sie sich gemeldet, bitte. Hallo, mein Name ist Labert, ich bin Psychologe. Ich habe Fragen besonders an Frau Vogler. Die erste Frage ist, sozusagen, haben Sie irgendwelche Hinweise für diese Aussage, wie kann ich sagen, den Gedanken ist gerade weg. Das ist nicht schlimm. Okay, gut. Dann haben wir erstmal 4 verschiedene Statements. Wenn Sie noch einen Moment warten, würde ich sagen, dass unbedingt ausgeräumt werden muss, dass es hier um das Abmurksen von Leuten geht. Das wird nicht diskutiert. Sondern es ist sozusagen das, was wir auch schon vorher als eine ärztliche zulässige Tätigkeit gesehen haben. Sie wird jetzt halt geregelt. So. Da haben Sie mit Ihrer Analyse völlig recht. Das würde ich gerne noch aus den Entwürfen ergänzen oder aus dem Text selbst ergänzen. Also hier wird ganz viel rekurriert auf das, was sozusagen sich inzwischen in der fachrechtlichen und in der ärztlichen Diskussion ergeben hat dazu. Es werden demografische Umfragen dazu präsentiert, dass es einen Bedarf gibt. Und dann wird halt eigentlich aus dieser vorhin dargestellten ärztlichen oder Diskussion um die ärztliche Aufgabe herausgezogen, dass es also eine Notwendigkeit gibt, hier eine ärztliche Aufgabe zu proklamieren. Und das macht also dieser neue Paragraph. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. 1921 kleiner. Genau. Der soll also sagen, es gibt ein Recht des Patienten, also auch eine Aufgabe des Ärztes, die ist aber sozusagen keine Pflicht, sondern die ist freiwillig. Aber dadurch, dass die Aufgabe erstmal statuiert wird, muss das ja irgendwie umgesetzt werden. Also es muss sozusagen durch die Kammern ermöglicht werden. Wie das dann geregelt wird, dazu befindet sich hier nicht viel und Sie haben natürlich völlig recht. Das muss eigentlich die Rahmengesetzgebung der Kammersatzung irgendwie hergeben, aber das ist Ländersache und da hat der Bund dann tatsächlich dann keine Regelungskompetenz meiner Ansicht nach.
wie das dann konkret ausgestaltet wird, ob dann sozusagen die Kammern das dann tatsächlich noch aufblähen, formalistisch, das dazu enthält der Entwurf hier erstmal nichts. Er geht sozusagen aber davon aus, auch von einer Hypothese aus. Diese Hypothese möchte ich gerne vorlesen. Erfahrungen aus der ärztlichen, psychologischen und seelsorgerischen Begleitung zeigen zudem, dass bereits ein sicheres Wissen des Erkrankten um die Möglichkeit, im Fall eines als unerträglich empfundenen Leidens sein Leben beenden zu können, häufig dazu führt, dass von dieser Möglichkeit auch unter einem starken Leidensdruck letztlich Abstand genommen wird. Also das ist die Hypothese, die dem zugrunde liegt, ob die stimmt. Also da werden jetzt keine weiteren Statistiken anders als zu den anderen Punkten angeführt. Das sind sozusagen Erfahrungswerte, die hier einfach erstmal nur eingeführt und unterstellt werden im Zweifelsfall. Zu Frau Neumann, da möchte ich gerne zu dem Abschreckungseffekt was sagen, also warum hier die Antragsteller der Meinung sind, dass es nicht ausreicht, dass man sagt, okay, bisher hat kein verwaltungsrechtliches Verfahren dazu geführt oder also vor den Kammern geführtes Verfahren des Ausschlusses aus der Kammer oder dergleichen, dass ein Arzt tatsächlich bestraft wurde. Da sagen Sie in dieser fünften These, Ärzte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Vielzahl von tödlich erkrankten Menschen behandeln, wie zum Beispiel Onkologen und Palliativmediziner, würden der Gefahr strafrechtlicher Ermittlungen ausgesetzt, auch wenn es im Ergebnis zu keiner Verurteilung kommen sollte. Die Folge wäre, dass sich Ärzte aus Sorge vor strafrechtlichen Ermittlungen von ihren Patienten zurückziehen. Dass medizinisch fundierte Gewissensentscheidungen überhaupt strafrechtlichen Ermittlungen gegen Ärzte auslösen können und dadurch das Vertrauen zwischen Ärzten und Patienten beschädigen, halten wir für falsch. Das ist also nochmal so eine Bekräftigung, die durch den ganzen Entwurf zieht, dass es also primär darauf ankommt, den Nahbereich und das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und dem behandelten Arzt irgendwie zu stärken und den halt auszuformulieren. Und das Letzte, was ich noch sagen will, was Frau Neumann angesprochen hat, zu den sonstigen Hilfspersonen, da bin ich ein bisschen ratlos. Also einerseits habe ich ja gesagt, es ist eine Regelung, die nur für Ärzte zutrifft. Andererseits steht in der Gesetzesbegründung zu Absatz 1, Zitat, zur Sicherstellung eines möglichst hohen medizinischen Schutzniveaus beschränkt die Vorschrift die Durchführung der Suizidassistenz und der ihr vorgelagerten Beratung ausdrücklich auf Ärzte. Eine Vertretung durch nichtärztliches Personal, etwa durch Pfleger, ist ausgeschlossen. Also das macht natürlich klar, dass ein Pfleger, eine Pflegerin oder ein Psychologe, der jetzt nicht sozusagen eine entsprechende Approbation hat, möglicherweise da zwar beratend tätig werden kann, aber eben nicht nach dieser Norm. Was das dann aber bedeutet für die Beurteilung des Falls jenseits von 1921a, lässt sich nur spekulieren. Also zu ein paar dieser Fragen, Herr Schwarz, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie hat, ja, Schwarz, schön, habe ich mir phonetisch aufgeschrieben. Die haben gesagt, es gäbe da eine Grauzone bei der Frage, was ist aktive Sterbehilfe, Beihilfe, Behandlungsabbruch und so. Das sehe ich anders. Ich sehe dort keine Grauzone, weil es so viel an Legaldefinitionen, an Rechtsprechung gibt mittlerweile in den letzten 10, 20 Jahren, dass eigentlich klar ist, was ist. Dass man beim Suizid eine Beihilfe immer heißt, die letzte Tathandlung macht der Betroffene selber, die letzte Tathandlung, die irreversibel dann zum Tod führt, macht der Betreffende selber, ist klar. Behandlungsabbrüche sind mittlerweile in verschiedenen Entscheidungen auch des BGH durchgemacht worden. Die gehen dann nicht davon aus, dass das eine Beihilfe zum Suizid oder was immer wäre, sondern dass ja jede Art der Behandlung ein Eingriff in den Körper ist, also den Tatbestand einer Körperverletzung erfüllt. Wenn ich da nicht einwillige, muss man das beenden. Das weiß man natürlich nicht am Anfang, wenn man keine Patientenverfügung hat oder wenn jemand mit einem Notarztwagen eingeliefert wird und man jetzt erstmal die Erstversorgung macht und dann danach feststellt, was da jetzt ein mutmaßlicher Wille war oder welche Patientenverfügung vorherrscht. Man muss dann aber zur Kenntnis nehmen, dass jemand, als er entscheidungsfähig und erwachsen war, aufgeschrieben hat, was er oder sie nicht will. Und dann ist es eine Körperverletzung, wenn man nicht abstellt, ja? Die Behandlungsmaßnahmen abstellt. Und man kann das nicht als Tötung begreifen, sondern muss begreifen, dass jemand in meinen Körper eingreift, obwohl ich Nein sage.
ja und Nein gesagt habe. Deshalb müssen Sie auch bei jeder Wandel-OP oder sonst was immer mal schön unterschreiben, was man alles mit Ihnen anstellen darf. Weil Sie einwilligen müssen, weil jeder alles ein Eingriff in Ihre körperliche Versehrtheit ist. Sie haben jetzt gesagt, das mit dem Gewerberecht sei schwer, ja, aber in anderen Bereichen ist es auch nicht schwer mit dem Gewerberecht. Also die Betroffenen wissen, weil sie sagen, das ist so schwer abzugrenzen, Gewerbe, gewerblich oder geschäftsmäßig. Also das sind Begriffe, die ja in der Geschäftswelt, ich habe sie so verstanden, lange existieren und deshalb eigentlich kein Problem bedeuten sollten. Und da kann man auch im Zweifelsfalle immer sich erkundigen, könnte sich auch jeder Arzt erkundigen, wie er das rechtlich regelt, unter welchen Bedingungen, um nicht unter den Begriff der Gewerblichkeit mit diesen Punkten und diesen Handlungen zu fallen. Ich meine, jeder gemeinnützige Verein muss das auch geregelt kriegen und jeder andere weiß es, glaube ich, auch so. Und jetzt kommen wir noch zu Frau Neumann, die jetzt so schön gesagt hat, zweimal oder dreimal, ich wüsste ja nicht, wie es ist. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um miteinander zu diskutieren, wenn der eine dem anderen sagt, sie wissen gar nicht, wie es ist. Was soll ich dazu sagen, Frau Neumann? Ich habe mich sachkundig gemacht und andere haben sich sachkundig gemacht in der Frage und wir haben uns überlegt, weil Sie ja auch auf Hospizmitarbeiter und andere abgestellt haben, wir haben uns an der Stelle überlegt, was Kriterien sein sollen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie es umgekehrt auch als Entlastung sehen würden. Nämlich als Entlastung für Hospizmitarbeiter, die vielleicht sagen, meine Aufgabe in diesem Hospiz ist eine andere. Und diese Aufgabe wieder des Gesprächs mit oder einer Durchführung könnten im Zweifelsfall auch andere übernehmen. Aber dass wir sozusagen sagen, an den Arzt setze ich bestimmte Dokumentationspflichten ran. Und da geht es ja um sicherzustellen per Dokumentation, dass es wirklich um eine Selbstbestimmung geht und dass es nicht eine kurzfristige Überlegung aus tiefer Frustration nach Trennung oder so war, auch um sicherzustellen bei schwerkranken Menschen, dass sie, dass man nochmal guckt, ob es eine sozusagen eine Schmerztherapie, palliative Entscheidung gibt und so, die vielleicht das Problem lösen oder auch jemand überhaupt erst entscheidet, in ein Hospiz zu gehen, wo ja ein Ort der Nähe, Zuwendung und so ist, um dann zu gucken, so will ich denn jetzt noch oder nicht, ja, ist das ein freies Motiv. Und ich glaube, dass ein Raster und Rahmen da reinzulegen eigentlich hilfreich sein kann, weil unsere Aufgabe ist ja, einer Person für ihre Selbstbestimmung Chancen und Umsetzung zu geben und das nicht einzugrenzen, indem ich alle möglichen um ihn rum oder sie rum bestrafe. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Sorgfalt einzuziehen. Wem soll das dienen? Frau Vogler, bitte. Ja, ich muss nochmal mit einem Satz auf das eingehen, was Frau Kinders in der letzten Runde gesagt hat, zum Thema Korruption. Korruption im Gesundheitswesen ist in bestimmten Bereichen nicht strafbar bisher. Deswegen liegt ja auch im Gesetzentwurf noch nicht auf dem Tisch des Hauses, aber immerhin irgendwo dran mal in den Aktenschränken des Justizministeriums. Und der Bundesgerichtshof hat das ja eindeutig festgestellt, dass zum Beispiel niedergelassene Ärzte nicht wegen Korruption belangt werden können mit dem Strafrecht. Und insofern ist es, denke ich, schon vergleichbar, also dass eben standesrechtlich bestimmtes Verhalten bereits untersagt war, was aber strafrechtlich nicht erfasst war. Und deswegen kann man das durchaus vergleichen. Ist gesagt worden, ja, das zu den Grenzen kann ich nur das anschließen, was Frau Kinders gesagt hat, die Grenzen zwischen Beihilfe und Tötung auf Herde sind sehr eindeutig und auch die Grenzen zu, sage ich mal, palliativ-medizinischer Behandlung sind sehr eindeutig. Und in unserem Gesetzentwurf machen wir sozusagen auch nochmal eine Rechtssicherheit für alle, die im Bereich der Palliativmedizin unterwegs sind, indem wir die Absicht mit aufnehmen. Also es wurde uns von namhaften Strafrechtlern wurde irgendwie interpretiert mit unserem Gesetzentwurf, dass sich im Prinzip jeder, der im Bereich Hospiz und Palliativmedizin unterwegs wäre, würde ständig mit einem Bein im Knast stehen. Das kann aber so nur jemand behaupten, der nicht den Unterschied weiß zwischen zwischen Therapiezieländerung und Behandlungsabbruch und einem aktiven Verschaffen, Gewähren oder Gewähren, einem absichtlichen Verschaffen und Gewähren von Suizidmöglichkeiten. Also das kann ich mir auch sitzen lassen, das ist so nicht. Und auch
Bei der Geschäftsmäßigkeit kommt eben auch wieder dieser Faktor der Absicht rein. Also wenn Sie sozusagen in der Absicht handeln, jemandem die Gelegenheit zu verschaffen, das macht eindeutig klar, dass eben gerade Beratung, Gespräch, Diskussion mit Patientinnen und Patienten überhaupt nicht strafbar sein kann. Weil wir ja in der Regel darauf gerichtet sind, nicht unbedingt den Suizid anzubahnen oder den Suizidversuch, so wie Sie das aus Ihrer Praxis berichten. In der Regel geht es ja darum, ins Gespräch zu kommen und auf Alternativen hinzuweisen und zu gucken, ob man nicht gemeinsam Wege findet, das Leid, das in einer solchen Selbsttötungsabsicht zum Ausdruck gebracht wird, anders zu verhindern. Und was wir auch nicht wollten, war, ein Sonderrecht für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen, weil wir der Auffassung sind, dass das eine auch unnötige Einschränkung wäre. Also wenn man sozusagen eine regulierte Erlaubnis für Ärztinnen und Ärzte schafft, dann wird man auch wieder viele Menschen gar nicht erreichen, weil die gar nicht mit dem Arzt schnell am Bett vorbeihuschen, sprechen über ihre Probleme, sondern mit der Sozialarbeiterin oder mit der Nachbarin oder mit dem ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Also das finde ich, das bildet wirklich die Realität von Menschen mit existenziellen Nöten nicht so richtig ab. Und ich weiß auch nicht, ob Ärztinnen und Ärzte definitiv die geeignetsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in dieser Situation sind. Es gibt sicherlich welche, die das sind und die das können, aber ob sie das nun allein qua Amt sind und ob sie das nun allein selbst mit einer verbesserten Ausbildung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, in absehbarer Zeit alle lernen, da habe ich persönlich noch meine Gewissenszweifel, die auch auf eigener Lebenserfahrung und auf eigener Erfahrung mit schwerer Erkrankung im Umgang der verschiedenen Berufsgruppen mit mir als Patientin beruht. Dann war die Frage mit dem Abschreckungseffekt. Ja, es ist tatsächlich so, dass Gesetze ein schwieriges Thema sind. Nun haben aber alle Ärztekammern und alle Ärzteorganisationen juristische Abteilungen. Und da würde ich eigentlich schon erwarten, dass sie nicht in Fremde geleitet, sondern offen und ehrlich ihre Mitglieder informieren und aufklären, was die jeweilige Gesetzeslage für sie zu bedeuten hat. Manchmal funktionieren die auch nicht so richtig. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen Nachhilfe geben über die Öffentlichkeit und auch über so eine politische Debatte, wie wir sie jetzt führen. Und auch nochmal über die Begründung, über unsere Anträge und auch über die Debatte, die wir am Donnerstag haben, werden deutlich machen, was tatsächlich intendiert ist. Und da heißt es unter anderem in der Begründung unseres Antrags, eine Strafbarkeit ist aber auch nach der Neufassung nicht gegeben, wenn im Einzelfall nach sorgfältiger Untersuchung und unter strikter Orientierung an der freiverantwortlich getroffenen Entscheidung einer zur Selbsttötung entschlossenen Person Suizidhilfe gewährt wird. Und auch das ist, muss man wissen, dass auch die Begründung von Richterinnen und Richtern herangezogen werden wird bei der Entscheidung darüber, wie ein Gesetz, wenn es mal sozusagen strittig ist, interpretiert werden soll. Denn der Gesetzgeber formuliert ja auch in einer solchen Begründung die Intention, wenn er einen solchen Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufnimmt. Das war, glaube ich, ja, vielen Dank. Und der Beitrag eben hat aus meiner Sicht nochmal genau die Probleme deutlich gemacht, die ich da sehe. Ja? Also man darf es im Einzelfall eventuell, da gibt es noch außer, ich kann aus anwaltlicher Sicht, würde ich jedem Arzt sagen, Finger weg. Ja? Das ist ja nicht so, dass wir sind hier im Strafrecht, hier muss die Bestimmtheit der Grundsatz auch eingehalten werden. Ich muss wissen, was strafbar ist. Wenn da irgendwie steht, naja, wenn es ganz schlimm ist, werde ich vielleicht doch nicht bestraft, ist mit Sicherheit nicht irgendwas, ob man sich in diesem Bereich verlassen wollte, um nicht Ermittlungsverfahren auf sich zu ziehen. Und auch was Sie gerade gesagt haben zu den Beratungen, hat nochmal schön deutlich gemacht, dass das eben gerade keine ergebnisoffene Beratung ist, wenn ich nur über Alternativen spreche. Das heißt, derjenige, der entschlossen ist, zum Suizid und Hilfe sucht und gesagt, ich bin entschlossen zum Suizid, kannst du mir helfen. Wenn ich dem sage,
Nein, aber wir können gerne über Alternativen sprechen. Dann ist das für Gespräch beendet. Das ist keine ergebnisoffene Beratung. Natürlich kann am Ende einer ergebnisoffenen Beratung vielleicht irgendwann mal stehen, dass jemand sich anders überlegt. Ja? Aber wenn ich von vornherein sage, ich spreche mit dir nur über Alternativen, aber nicht über die Hilfe zum Suizid, ist das Gespräch relativ schnell beendet. Ich finde, das ist jetzt irgendwie nochmal sehr deutlich geworden. Zunächst einmal zu der Frage, die wir auch verlangen, kann ich ganz kurz machen. Ich denke auch, das ist nichts, was wir hier regeln mit Gesetzesentwürfen oder nicht. Die Tötung auf Verlangen ist strafbar, bleibt strafbar und es ist Aufgabe der Rechtsprechung des Richters dann bei der Tatwürdigung festzustellen, besteht Tatherrschaft oder nicht. Und das ist ja auch genau der Punkt, an dem sich Herr Kusch jetzt im Strafverfahren eingefangen hat, weil er nämlich diese Grenze zur Tatherrschaft möglicherweise überschritten hat und an der Stelle jetzt dann auch ermittelt wird. Das eigentliche Problem ist doch, dass wir gar keinen Bedarf für eine Regelung haben. So, denn dieses Szenario, was wir hier auch schildern, als Begründung für den Gesetzesentwurf ist ja, es werden jetzt Menschen irgendwie dazu motiviert, sich aus Kostengründen oder Ähnlichem unter Druck zu setzen, Suizid zu begehen. Dann müssen wir dafür ja jetzt schon irgendwelche Anhaltspunkte haben. Das ist die jetzige Rechtslage, wie sie gilt, wie sie seit Jahren gilt und wir stellen nicht fest, ich habe jedenfalls keine Zahlen und ich habe auch bisher noch keine gehört, dass wir hier in irgendeiner Weise ein Problem haben, was sich in Zahlen fassen lässt. Dass also jetzt in den letzten Jahren irgendwie die begleiteten Suizide in beängstigender Form angestiegen sind oder ähnliches, lässt sich überhaupt nicht feststellen. Das heißt, der Bedarf für eine weitere Restriktion ist nicht gegeben. Das Einzige, was passiert, ist, dass dann die Reisen in die Schweiz möglicherweise mehr werden. Und wir können natürlich auch durch weitere Restriktionen letztendlich niemanden, der zum Suizid entschlossen ist, davon abhalten. Das muss man sich klar machen. Am Ende, wer dazu entschlossen ist, der wird sich dann eben vom Balkon stürzen oder vom Zug werfen. Das sind alles keine Alternativen wirklich, mit denen wir die Bestrafung die Menschen dann zwingen können, davon Abstand zu nehmen. Zwei Punkte noch. Das eine ist nochmal zum Berufsrecht. Da möchte ich einer der Kollegen Kühner nochmal eben widersprechen, weil das Berufsrecht, es ist nicht völlig unmöglich, dass das Berufsrecht etwas regelt, was strafrechtlich erlaubt ist. Das Strafrecht ist die Ultima Ratio und natürlich gibt es auch Verbote, die nicht strafrechtlicher Art sind und das kann natürlich das Berufsrecht regeln. Also ich bin ja gar nicht der Anliegen von Montgomery. Ich würde ja den Ärzten wünschen, dass das freigegeben ist. Ja? Aber dass sie es können, nur weil etwas nicht strafbar ist, heißt es nicht, dass es berufsrechtlich nicht eingeschränkt werden kann. Das ist leider so, weil das ist natürlich eine Stufe drunter. Unter dem Strafrecht ist es ja sogar noch unterhalb des Gesetzes. Das ist ja Berufsrecht. Also wir kennen das ja auch als Anwälte. Unser Berufsrecht untersagt uns gewisse Dinge. Das bedeutet nicht, dass wenn wir dagegen Verstoß uns strafbar machen. Also da müssen wir leider, glaube ich, hinnehmen, dass das rechtlich möglich ist. Ein letztes Wort vielleicht noch zum Gewerberecht, also nicht zum Gewerblichen, sondern ein Gewerbegebot. Verbot, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob man vielleicht irgendwie im Gewerberecht was verbieten müsste, haben wir dann die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg zum Fall Kusch angeguckt und die haben nun das Gewerberecht nicht untersagt, 2006 schon aufgrund der bestehenden Rechtslage. Also auch da scheint unser aktuelles Recht nicht zurande gekommen. Die Reaktion war dann, dass er entsprechend diesen Verein gegründet hat. Also es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt am Ende irgendwann haben wir ihn auch sozusagen, aber aus anderen Gründen. Von daher denke ich, unsere jetzige Gesetzeslage ist auch in der Lage, Herrn Kusch zu bearbeiten, ohne dass wir alle anderen, die sich in diesem Bereich tätig sind, gleich alle mit Verboten und Strafen überziehen müssen. Gut. Wir treten in die versprochene zweite Runde ein. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen gesehen. Herr Ott, dann Sie und den Frau Fischer und dann Herr Andersen. Ja? Also das ist die, die ich jetzt registriert habe. Achso, Entschuldigung. Dann das ist die Nummer 4. Ja? Ja? Okay, dann Herr Ott. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Walter Otte. Ich bin Rechtsanwalt und einer der Mitinitiatoren von Sterbehilfeanträgen im Sinne von Renate Künast auf grünen, kleinen und großen Bundesparteitagen. Zunächst nochmal in Bezug auf den Lauterbach-Entwurf, wobei Herr Blöse da natürlich jetzt der falsche Adressat eigentlich ist. Frau Wörl, die ja mit zu den Initiatoren gehört hat, jetzt gerade vor kurzem nochmals oder vor kurzem öffentlich in einem Presseinterview gesagt, dass der Entwurf sehr wohl kompatibel ist, etwa mit dem Entwurf, wenn ich das richtig verstanden habe, von Brandt und anderen. Das heißt, man kann sehr wohl strafrechtlich etwas verbieten und macht dann eine sehr eng gefasste Ausnahmeregelung für Ärzte.
Das hat im Übrigen, ist das auch im letzten Jahr schon mal von einem der Initiatoren geäußert worden. Also das, Sie können jetzt nichts dafür, aber meine Bewertung ist, dass eigentlich der Lauterbach-Hinz-Entwurf eine reine Mogelpackung ist. Aber das ist nochmal so am Rande. Was Frau Vogler angeht, der Herr, der sich hier als Psychologe vorhin vorgestellt hatte, denke, das geht in die Richtung zu fragen, was eben auch angeschnitten worden ist und von Frau Keul erwähnt worden ist, ist, was gibt es überhaupt für Tatsachen, die dafür sprechen, eine Strafnorm einzuführen? Die Strafnorm führt man üblicherweise nicht einfach ein, weil einem nichts Besseres einfällt oder weil man denkt, da könnte mal möglicherweise irgendwann in Zukunft ein Regelungsbedarf sein. Es gibt keine empirischen Daten. Ich habe es also sowohl die ganze Debatte mitverfolgt, aber ich habe es auch auf einem der grünen Parteitage erlebt, wo unter anderem auch Harald Terpe und andere, die auch an verschiedenen Entwürfen mitgearbeitet hatten, keine Antwort gegeben haben. Und da würde mich natürlich mal die Antwort von Frau Vogler interessieren, keine Antwort gegeben haben, welche empirisch belastbaren Daten in Deutschland, außerhalb Deutschlands überhaupt dafür sprechen, jetzt eine solche Regelung zu machen, ohne uns zu sagen, es gibt Gerichtsurteile, die mehr oder weniger im leeren Raum herumgerudert sind, weil es keine Strafnorm gibt. Es gibt schlichtweg nichts außer eine Weltuntergangsbeschwörung und irgendwelche allgemeinen Verdächtigungen. Es könnte da jemand unter Druck gesetzt werden. Und dann werden natürlich seltsamerweise Angehörige ausgenommen, als würden die nicht auch in der Lage sein, Verwandte unter Druck zu setzen, doch mal lieber schneller zu sterben, um an das Geld ranzukommen. Aber vielleicht kann uns Frau Vogler da noch etwas sagen zu Frau Künast, Renate Künast. Ich hätte es schon auch besser gefunden, eine Regelung zu machen, also im Sinne von Frau Keul, also gar keine, aber ich bin mittlerweile überzeugt, dass es im Rahmen eines solchen Gesetzes auch eine Regelung wahrscheinlich auch geben muss, um, wie du vorhin gesagt hast, bestimmte Besorgnisse, die einfach da sind, wegzunehmen. Also man wird ja dann auch sehen können, ob Leute, die Besorgnisse haben, da würde unsauber gearbeitet, da würden diese und jene Kriterien nicht eingehalten, da würden dann die Leute einfach mal abgemurkst, salopp gesagt, ob die sich dann, wenn diese Bedenken in einem Entwurf von Künast und Sitte, wenn die weggearbeitet werden, sich nicht eigentlich hinter den Entwurf stellen würden. Ich nehme an, sie werden es nicht machen, weil es ihnen tatsächlich darum gar nicht geht. Zwei ganz kurze Sachen bei Renate Künast. Also gewerbsmäßig, ich meine das jetzt heute verstanden zu haben, aber ich lasse mich dann auch belehren. Gewerbsmäßig, ein Begriff, den es in der Juristerei ohnehin seit langem gibt, ziemlich ausgeklautscht. Der Arzt, der jetzt gewerbsmäßig handelt, der aufgrund der Verordnungen der Krankenkassenverträge und so weiter ein bestimmtes Entgelt erzielt, der bietet Leistungen an, mit denen er auch Gewinn erzielen will. Wenn er jetzt aber eine Zusatzleistung hat, so verstehe ich das, die ja auch gar nicht über Krankenkassen und so geregelt ist und dafür nur den Kostenersatz nimmt, kann es eigentlich schon gar nicht gewerbsmäßig sein. Aber da lasse ich mich gerne oder würde mich ungern belehren, dass ich mich irre. Zum Paragraphen 7 noch, ist da der Strafmaß nicht einfach ein bisschen hoch mit 2 Jahren? Und allerletzter Punkt an alle. Wir alle, oder nehmen wir an, ich irre mich jetzt nicht, wir alle kennen Hans Küng. Hans Küng hat sich umfänglich zur Frage eines selbstbestimmten Sterbens und Sterbehilfe wiederholt geäußert. Bei ihm ist es so, dass er von verschiedenen Erkrankungen leidet, die dazu führen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt X, den man jetzt nicht genau mit Datum bestimmen kann, das nicht mehr machen kann, was sein Leben und sein Lebenswert für ihn bisher ausmacht: lesen, schreiben, leben, diskutieren. Und er sagt, ich möchte, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich einschätze, dass ich das in Kürze nicht mehr machen kann, etwa wegen Demenz, dann möchte ich, wenn ich dann meine, mein Leben ist nichts mehr wert, aus meiner Sicht aus dem Leben scheiden und ärztliche Hilfe dabei auch in Anspruch nehmen können. Ich würde von allen, bis auf Frau Keul, aber sie kann sich natürlich auch äußern, aber ich bin mir da, ist das klar, mal hören, ob nach den jeweiligen Entwürfen ein Hans Küng in dem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, in Deutschland, wenn die Gesetzentwürfe
sozusagen Gesetz werden würden, ob Hans König dann unter solchen Bedingungen noch ärztliche Hilfe legal in Deutschland in Anspruch nehmen könnte. Danke. Mein Name ist Axel Zwähler, ich bin Redakteur beim RBB und arbeite für das Bildmagazin Kontraste. Ich bin also zum einen hier aus beruflichen Gründen, weil ich im Rahmen eines Beitrags für Kontraste diese kontroverse Diskussion abbilden möchte. Zum anderen habe ich in dem Fall das große Glück, dass das Thema des Beitrags sich sehr stark mit meinen persönlichen Interessen deckt, weil mich das Thema ohnehin interessiert. Nicht erst seitdem ich während des Studiums von Jean-Henri Hand an sich legen, Diskurs über den Freitod gelesen habe. Ich spreche das deshalb an, weil mir zwei Dinge auffallen. Zum einen, da möchte ich unmittelbar an meinen Vorredner anknüpfen. Es wird in der Diskussion, wem kann Hilfe beim Freitod gewährleistet werden, in hohem Maße immer abgestellt auf jene, die sozusagen vom Arzt eine finale Diagnose haben. Das ist ja auch sinnvoll und richtig, weil jeder weiß, obgleich es hier gesetzliche Veränderungen gegeben hat, dass wir mit der palliativen Versorgung noch nicht so weit sind, wie immer wieder behauptet wird. Das gilt für die Versorgung auf dem Land, wo sie äußerst knapp ist. Und versuchen Sie bitte mal, so einfach ein Hospizplatz zu bekommen. Das ist nicht so einfach und das geht nur bei bestimmten Krankheitsbildern. Also wenn man sagt, ja zur Palliativmedizin, die ja nicht im Gegensatz zur Freitodbeihilfe steht, sondern sozusagen zusammengehört, dann muss man auch darüber reden, was ist eigentlich mit denjenigen, die aus Lebensekel oder aus Lebenssattheit ausgehend von ihrem Selbstbestimmungsrecht ihrem Leben ein Ende setzen wollen? Ist es eine Bedingung, dass ich zum Arzt gehen muss, um zu sagen, ich habe eine Krebsdiagnose, ich muss in 2-3 Monaten vermutlich sterben, deshalb bitte ich um deine Hilfe? Oder gehört nicht auch jener Teil von in Anführungsstrichen Lebensmüden dazu, die aus ganz unterschiedlichen Motiven, und die müssen nicht unbedingt medizinisch begründet sein, sagen, ich nehme mein Recht auf Selbstbestimmung in Anspruch und möchte aus dem Leben scheiden. Klammer auf, ich meine damit natürlich nicht den Dementen und weiterhin, ich meine damit nicht meinen 24-jährigen Sohn, der seitdem er 18 ist, von einer Beziehungskrise in die andere stolpert und immer wieder mit dem Freitod kokettiert. Da sage ich, warte mal ab, das legt sich. Da wird es auch einen Weg für dich geben. Die meine ich ausdrücklich nicht. Ich meine jene, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte im Zuge einer ehrlichen und selbstprüfenden Lebensbilanz sagen, ich möchte nicht mehr. Was ist mit denen? Ist sozusagen die Hilfe zum Freitod gebunden, weil Ihnen allen, ich möchte von Ihnen allen wissen, an diese ärztliche Diagnose oder ist der andere auch willkommen? Denn wovon nicht die Rede ist, ist, dass zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland jeden Tag 3 Leute vor den Zug springen. Bestimmt keine sehr angenehme Tätigkeit und bestimmt verbunden mit allerlei Gewissensqualen und Prüfen, ob ich das tun soll. Was ist mit denjenigen, die aus Unwissenheit und Unkenntnis ihren Kopf in Gasgriffen stecken? Was ist mit denjenigen, die versuchen, sich aufzuhängen? Sind das alt? Gibt es für die keine Hilfe oder ist für die der einzige Weg in die Psychiatrie? Das ist nämlich das, was passiert. Jemand, der sozusagen aus eigenem Willen sagt, ich möchte meinem Leben ein Ende bereiten, ich weiß aber nicht, wie es geht, der ist viel schneller in der geschlossenen Abteilung, anstatt dass er sozusagen als selbstbestimmter Mensch von anderen wahrgenommen wird. Da möchte ich gerne von Ihnen allen wissen, inwieweit er in Ihren Überlegungen mit einer Rolle spielt. Zweiter Punkt. Ich habe im Zuge mit der Recherche heute mit einer Frau telefoniert, deren Mann erkrankt ist und der sich vor 10 Jahren aus dem 13. Stock eines Hochhauses hier in Berlin gestürzt hat. Warum hat er das gemacht? Das war eine schwierige Diagnose an der sogenannten Krankheit Freistanz. Ich kenne dafür den medizinischen Begriff nicht. Das ist eine Muskelschwäche, das ist eine genetische Vererbungsgeschichte, ein sehr, sehr langsamer, sich in Schüben vollziehender Krankheitsverlauf. Dieser Mann wusste, dass er irgendwann sterben wird, aber in der Zeit, wo er noch lebte, hat er mit seinen Frauen das Leben genossen, solange es ging. Er ist ins Kino gegangen, ist ins Theater gegangen, ist Kabarett. Immer wieder aber hat er in dieser Zeit Suizidversuche unternommen. Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, er hat versucht, sich zu erhängen. Alles hat nicht geklappt. Der Mann war über Jahre lang, weil er nicht wusste, an wen er sich wenden kann. Wenn wir zu Ende kommen wollen, gerne. Einigermaßen fair hier.
Redezeit hier für. Okay. Dann muss ich Sie jetzt bitten, fassen Sie sich kurz. Kommen Sie zum Ende. Mache ich gerne. Warum wird nicht von denjenigen, die für Sprachfreiheit plädieren, was ich unterstütze, nicht auch gesagt, dass Suizidbeihilfe durchaus Lebenshilfe sein kann, da, wenn ich weiß, dass ich jemanden habe, der mir im letzten Moment hilft, ich die verbleibende Zeit tatsächlich selbstbestimmt genießen kann. Dankeschön. Hallo, ich bin die Frau. Ja, mein Name ist Arnold, wie Sie mich kennen. Ich bin ein Arzt, der von diesen Maßnahmen unmittelbar betroffen sein wird. Das lässt mich allerdings kalt, weil ich auf das Bundesgericht vertraue und auf unseren Rechtsstaat. Noch existiert er, Sie sind dabei, ihn rauszuhören. Was mich bei der ganzen Finanzierung anzuhören eingehen, ich habe selten so viel Unfug gehört. Das ist ja so, als vor 2 Jahren diese Diskussion begann, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit den Gesetzgebern los? Wir haben seit Jahrzehnten eine stabile Mehrheit von Menschen, die sich den herzlich assistierten Suizid wünschen und sogar die aktive Tötung mit einbeziehen. Warum geht die Diskussion nicht darüber, das vernünftig zu regeln? Das muss geregelt werden. Die Gesellschaft hat sich nämlich verändert. Vor 30 Jahren war homosexuell oder noch länger war es Straftat. Frau Kühner, Sie haben da sehr gut bewirkt und die Kollegen von der CDU nicht. Die Gesellschaft verändert sich. Es wird in die Geburtshilfe massiv eingegriffen. Alles ist im Gange, im Schwung und auch die Bearbeitung braucht das Lebensende. Was ich mir vorgestellt habe, wenn überhaupt eine gesetzliche Regelung ist eine Fassung von Sorgfaltskriterien. Nichts ändert, Frau Keul, wie Sie schon gesagt haben, man soll nichts ändern, aber was wir brauchen, ist natürlich eine Sorgfaltskriterien, dass nicht jeder machen kann, was er will. Und dann haben sich ja diese Organisationen hier bei uns breit gemacht und keiner weiß, wie die eigentlich arbeiten. Und die haben ja der Name Push viel hier schon. Und ich kann als Arzt nur sagen, wenn Sie heute eine komplizierte Therapie machen, dann haben Sie mehrere Kollegen, Sozialarbeiter, Juristen dabei, die dann die übliche Therapie entscheiden. Das gleiche können Sie doch tun, auch am Lebensende. Warum muss das alles irgendwie da so heimlich passieren? Und über Verbote und so weiter. Regeln Sie das doch vernünftig, machen Sie Sorgfaltskriterien und vor allen Dingen schauen Sie doch dem Volk mal aufs Maul, was Sie seit Jahrzehnten wollen. Warum regieren Sie denn gegen das Volk? Ja, also zunächst mal eine kurze Bemerkung auch zu dem Entwurf von Reimann Lauterbach. Also ich glaube, dass der, also so Scheinburg, dass ich daherkomme, auch merkwürdigerweise im Ideal eine ganz gute Aufnahme gefunden hat. Ich glaube, es liegt daran, dass er im Duktus des Zivilrechts etwas erlaubt, während die anderen verbieten. Wenn man es aber genau liest, bleibt von diesem Prokrastiven wirklich nichts übrig. Ich will nicht wiederholen, was Walter Otte gesagt hat, aber die Unmittelbarkeit des zum Tode führens und das faktische Verbot für Organisationen führt uns natürlich nicht weiter. Und dann ist das Ganze nur ein Türöffner für eine zusätzliche Strafbestimmung. Also ich finde, wir sollten diesem Entwurf äußerst kritisch begegnen. Aber meine Frage geht jetzt an Frau Vogler. Ich muss sie zusammen machen. Aber wenn man am Strafrecht arbeitet, dann muss man sich natürlich auch überlegen, welche Eingriffsbefugnisse hier zum Beispiel Staatsanwaltschaften oder Polizei haben sollen. Das ist ein Punkt, der bisher eigentlich eher wenig diskutiert worden ist. Also die Frage ist doch, inwieweit Angehörige, inwieweit Ärzte, inwieweit auch die Patientinnen und Patienten praktisch auch in diese Ermittlungen mit einbezogen werden. Sie werden vernommen, möglicherweise abgehört. Soll auch die Telefonüberwachung hier für Patienten gelten, für das Gespräch zwischen Angehörigen und Patienten? Oder ganz zugespitzt gefragt, wollen Sie die Wanze im Sterbebett? Jetzt gibt es noch eine. Ja, ich hätte eine Frage zu dem Entwurf von Künast. Und zwar ist da ja erwähnt eben die gewerbliche Tätigkeit von Freiberuflern. Aber es ist ja gerade rechtlich so, dass Freiberufler eben nicht gewerblich tätig sind. Also die freiberufliche Tätigkeit wird ja im Partnerschaftsgesetz ausgeführt und da finde ich eben rechtlich irgendwie unsauber, das zu vermischen. Also der Freiberufler ist innerhalb von seiner Tätigkeit eben nie gewerblich
Und es führt irgendwie zu einer seltsamen Vermischung an der Stelle, wo es ja eigentlich immer eine klare Abgrenzung eben zwischen gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit gibt. Damit ist das Plenum geschlossen. Ich denke, hier oben das Podium hat auch jetzt in der Schlussrunde genug zu bearbeiten. Ich ermahne jetzt nochmal alle in etwa gleich viele Sätze in der Schlussrunde hier zu verlautbaren. Also einigen wir uns mal so auf 15 Sätze für jeden. Wie viel Hauptmittel für jeden Satz? Also du hättest uns vielleicht besser fragen sollen, wie lang du sie sein. Aber okay. Also 15 Sätze und dann ist Schluss. Das fällt hier so. Herr Böse. Ja, der ja dafür bekannt ist, dass er keine Aufsätze bilden kann. Nein. Zu Herrn Ott. Und so ein bisschen zu dem, was Sie gesagt haben. Also ich kann jetzt nur wiedergeben, was da steht. Da bringen die Antragsteller zum Ausdruck, dass sie strafrechtliche Regelung ablehnen. Das sei auch sozusagen der Ausgangspunkt dafür zu sagen, unabhängig von jeder Straffreiheit eines frei verantwortlichen Suizids wollen wir hier sozusagen die berufsrechtliche Ebene klären. Dass da natürlich entgegen der Behauptung, die dort drinsteht, auch es möglich ist, heute in ein paar Jahren eine strafrechtliche Normierung dazuzuschalten, klar, das ist denkbar. Aber das ist jetzt nicht die Intention dieses Entwurfs. Der Regelungsbedarf, da muss ich ja nicht so viel sagen, weil wir haben ja hier keine Strafrechtsnorm, das ist natürlich hier einfacher, wir haben eine Einschränkung der Berufsfreiheit, der Berufsausübungsfreiheit, dafür braucht es eine allgemeine vernünftige Notwendigkeit und die kann man sicherlich hier begründen, selbst wenn der Anlass ein Einzelfall ist, rechtlich nicht so problematisch, ob das eine zu große Eingrenzung des Rechts auf freien Tod ist, ja, kann man natürlich sagen, Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, es gibt keinen Anspruch auf Hilfeleistung zum Sterben. Dann das Gewerbsmäßige, was Francesca aufgebracht hat und Herr Ott auch gesagt hat. Ja, da würde ich natürlich sagen, wenn man den Begriff benutzt und ihn legal definiert, dann löst man ihn natürlich aus dem sonstigen Diskussionszusammenhang möglicherweise raus und macht daraus einen strafrechtlichen Begriff, der sich aus der Norm ergibt. Aber das muss man dann halt gucken, was die Gerichte damit machen. Jedenfalls ist es erstmal eine Gefahr, dass es anders benutzt wird, als man es jetzt langläufig versteht. Jetzt hat der Fall Hans Kühn, der mir jetzt nicht persönlich bekannt ist. Ich gehe jetzt aber mal den 1921a mit seinen Tatbestandsvoraussetzungen durch. Da gibt es zwei grundsätzliche, die sozusagen Prüfungspflicht des Arztes oder der Ärztin werden. Das ist nämlich hier, was auch Sie gesagt haben, die zur Abwendung eines krankheitsbedingten eine unheilbare Erkrankung, die unumkehrbar zum Tod führt. Das ist das Erste. Der zweite ist die Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens, die Hilfestellung eines Arztes bei der selbstvollzogenen Beendigung seines Leidens in Anspruch zu nehmen. Die Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens, das ist das Zweite. So, während das Zweite sehr weitgehend ist und Selbstbestimmung des Patienten im Mittelpunkt stellt, also seinen freien Willen, und der muss nur richtig festgestellt werden, ist die erste Formulierung eine ärztliche Prognoseentscheidung, eine nach ärztlicher Kunst zu treffen, eine Entscheidung, die in der Gesetzesbegründung stark eingeschränkt ist. Ich verlese deswegen mal. Mit dem Begriff unheilbarer, unumkehrbar zum Tode führende Erkrankung wird der Anwendungsbereich auf die Fälle von nicht mehr therapierbaren, organischen und zugleich irreversiblen, tödlich verlaufenden Erkrankungen eingeschränkt. Demgemäß findet die Bestimmung keine Anwendung auf psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, auf eine lediglich altersbedingte Demenz und auf unheilbar, aber nicht tödlich verlaufende Erkrankungen. Das ist die Gesetzesbegründung, ob das jetzt tatsächlich eine hinreichende Beschränkung und Bestimmtheit dieser Norm ist und nicht auch weiter ausgelegt werden kann, das wird sicherlich sich auch dann in der Rechtspraxis erweisen. Eine Hilfe zum Freitod ohne ärztliche Diagnose ist damit aber nicht möglich. Ob das den Fall Kühn jetzt freitut? Der dürfte also nicht. Gut. Und Sorgfaltskriterien, ja, es gibt ein paar, Vier-Augen-Prinzip, die geforderten, und es gibt sozusagen hier verschiedene Kriterien, die festgestellt werden müssen.
sei es eben in Bezug auf den Patienten, sei es in Bezug auf ärztliche Erfahrung und Erfahrungswerte, die müssen auch dokumentiert werden, sollen aber nicht zu bürokratisch werden. Ob das reicht und ob da die berufsrechtlichen Regelungen dann nicht noch das aufblähen, weiß ich nicht. Ein faktisches Verbot für andere Vereinigungen ist möglich, weil es ja faktisch ist. Okay. Ja, will ich mal versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, fangen mit Weiser Otte an. Die Frage nach der Empirie, die gar nicht an mich gerichtet war, will ich aber trotzdem beantworten, weil ich hatte mir die Anhörungsprotokolle aus dem Jahr 2012 rausgesucht. Dort wurde schon nach empirischen Daten gefragt und man hat gesagt, man habe keine. Auch die Vorlage damals von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ja von der CDU damals für nicht ausreichend scharf gehalten wurde, weil die CDU eher das wollte, also bei der Gruppe, die jetzt Frau Vogel so vertritt, das war das Interesse der CDU und das hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberger nicht erfüllt. Und deshalb hatte sie, glaube ich, ganz frech reingeschrieben, weil man sie koalitionär ja dazu zwang irgendwie. Es gibt dazu keine Empirie, gibt es auch nicht. Ich habe nochmal nachgefragt, jetzt bei der Debatte nach einer Anfrage und habe dann von Staatssekretär Lange auf die Frage, welche weiteren Daten seit 2012 denn nun entstanden seien und so weiter, die fröhliche Antwort gekriegt. Teilen wir Ihnen mit, dass wir über die gleiche Datenbasis verfügen wie 2012. Fand ich gut. So viel dazu. So, jetzt zu der Frage, welche Regelungen haben wir und das Hans-Küng-Beispiel, das ja der Journalist auf dem RBB auch so eben gemacht hat. Also in unserem Vorschlag kommt es allein auf die Selbstbestimmung an und nicht darauf, dass man eine Diagnose hat, die heißt, dass man in den nächsten Wochen, Tagen oder in sehr kurzer Zeit an einer Krankheit mit schwerem Leid oder so versterben würde. Also wer Herrn Küng hilft und nicht nahestehender und Verwandter ist, sondern organisiert geschäftsmäßig oder Arzt, würde sich nicht strafbar machen. An der Stelle, deshalb habe ich vorhin ja auch mal zum Beispiel den Tetraplektiker genommen, da gibt es ja auch Fälle, es gibt ein ganz spannendes Buch, das mir geholfen hat nachzudenken, wie heißt die Moins, ein ganzes halbes Jahr. Es war mal lange im Spiegel, das habe ich da mal vor ein, zwei Jahren gelesen, da geht es auch um Tetraplektiker, der sich ja mit dieser Frage auseinandersetzt und sein ganzes Umfeld. Das Schönste an dem Buch ist das Umfeld, das sich damit auseinandersetzt, dass es nicht um das Umfeld geht, sondern zu den Menschen. Und seine Entscheidungsmöglichkeit finde ich eigentlich ganz spannend. Und deshalb sage ich, das kann man nicht bestrafen. Also Herr Küng könnte sich Beihilfe organisieren und ähnliche Fälle. Darauf, auf eine spezifische Diagnose kommt es an der Stelle nicht an, sondern auf die Freiheit, Selbstbestimmung, Volljährigkeit und dass man wirklich selbstbestimmt und willensstark da ist. Das löst natürlich nicht alle Fälle, logischerweise, aber ich meine, Strafrecht muss auch vielleicht Bereiche haben, wo man sagt, oh, da ist Vorsicht geboten, gerade wegen deutscher Geschichte, bei Minderjährigen, bei Menschen, die jetzt dement sind und gar nicht sich klar entscheiden können. Ich will auch sagen, was ein Motiv ist für mich, das auch so zu machen. Und es also doch recht wenig zu ändern zum jetzigen Rechtsstatus ist auch, weil ich öfter in Malente bin, Fußballfans wissen, dass ich nicht in Italien, sondern in Ostholstein, da war früher der Herberger, ja, der Geist von Malente mit seiner Fußballmannschaft. Und unten am See gibt es verschiedene Kliniken und eine Klinik ist die Klinik für traumatisierte Bahnfahrerinnen und Schaffner. Und da sehe ich, man kriegt da auch Sachen mit und so, und mich mit Leuten, die da arbeiten, unterhalten, was das eigentlich auch für ein Leid bedeutet. Und mit dem, wie hieß er, Enkel, dem Fußballspieler, ich denke auch, also wir müssen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, ob wir Menschen Möglichkeiten einer Hilfe, Anstand, wo auf ihre Selbstbestimmung geachtet wird, geben oder ob wir sie am Ende dazu bringen, dass sie mit niemandem reden können und das tun und sich vor den Zug werfen. Weil das ist nicht nur das Ende ihres Lebens, sondern es ist ganz oft das Ende eines psychisch gesunden Lebens, mindestens für den Lokführer oder die Lokführerin. Und darüber wird mir ehrlich gesagt viel zu wenig geredet. Das halte ich auch für einen unzumutbaren Zustand, dass man sagt, also das Schnellste können wir so machen oder also solche Begehungsweisen. Und damit, finde ich, müssen sich eigentlich andere auch auseinandersetzen. Hier nochmal kurz zu dem Punkt, Freiberufler sind ja kein Gewerbe, deshalb steht ja auch nicht dran, wer verpflichtet ist, sich zum Gewerbe anzumelden, sondern wer gewerbsmäßig. Wir haben sozusagen für bestimmte Tatkriterien etwas
genommen, was sozusagen unabhängig davon, ob du Gewerbe angemeldet hast oder nicht oder anmelden musst, gilt, sondern es ist eine bestimmte Vorgehensweise, also auf Dauer ausgerichtet, auf nicht unerheblichen Gewinn machen wollen. Und es ist an anderen Stellen ein freier Beruf oder ein zulässiges Gewerbe. Hier aber sagt man, das ist in der Frage der Selbstbestimmung. Und man soll ja auch so beraten, wenn man feststellt, ob der andere selbstbestimmt ist, dass man nicht selber, das ist der Punkt. Mir geht es gar nicht darum, dass man jemanden überfährt oder überredet, sondern dass man nicht selber sich quasi gewerbsmäßig so einrichtet, dass man selber seinen Lebensunterhalt genau mit dieser Maßnahme unterschreibt und dann eigentlich eine eigene Intention Interesse in diese Beratung mit reinbringen. Jetzt kann man sagen, man hat vielleicht immer eins, ja, aber nicht jedes muss man sozusagen sanktionieren. Was wir tun, Herr Arnold, ist vielleicht ein bisschen auch das, was Sie bezeichnet haben an Sorgfaltskriterien, in die wir hier, Frau Österreich, wir hier bei uns versucht haben, so eine Dokumentationspflicht zu gießen. Aber das hat zum Beispiel diesen 14-tägigen Abstand zwischen zwei Beratungen ist genau so was. Wir haben hier und da geregelt. Wir haben auch bei vielen anderen abgeschrieben, bei Leuten, die sich damit schon viel mehr Jahre beschäftigen und die selber in Gesetzesentwürfen aus all den vielen Büchern, die man so findet, den Unterlagen und Gesprächen, wo man dann mitkriegt, was andere, die das selber auch also da tätig sind, für eine ja, im Großen und Ganzen richtige und sorgfältige Umgehensweise damit finden, also nicht selbst erfunden. Okay, danke. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich die 15 Sätze auch so lang machen kann. Also das Erste, was zum Herrn Ott, Sie hatten gesagt, der Reimann, der Antrag von Reimann und Co. sei kompatibel mit dem von uns. Das würde ich nicht so sehen, denn hier besteht jetzt im großen Teil daraus eine Kriterienkatalog, das ist was, was ich vollkommen ablehnen würde. Da ist meine Vorstellung zutiefst wieder wieder, dass wir als Gesetzgeber entscheiden, wer in diesem Land das Recht hat, unter welchen Bedingungen Suizid zu begehen. Also das ist, glaube ich, am allernächsten an dem, was ich in der ersten Runde meines Statements als Lebenswerturteil bezeichnet habe. Mir persönlich sehr zuwiderläuft, weil ich mal den Eindruck habe, damit noch sozusagen bestimmen, naja, wie derjenige aussieht, der ein Recht auf Leben hat oder vielleicht sogar die Pflicht zum Leben hat und das dann abgegrenzt wird von demjenigen, bei dem es anders ist. Dann haben Sie gefragt nach den Fakten, da haben wir tatsächlich relativ wenig vorliegen, weil es ja eben sozusagen kein regulierter Bereich bisher ist. Das würde sich wahrscheinlich auch nicht sehr ändern. Wir wissen, dass es etwa 100.000 dokumentierte Fälle von Selbsttötungsversuchen in diesem Land gibt, von denen etwa jeder Zehnte dass Suizidenten erfolgreich, also tödlich verläuft. Wir wissen, dass es eventuell leider auch noch eine Dunkelziffer gibt, wo man immer von ausgehen muss. Und wir wissen, dass wir können uns in dem Bereich, über den wir reden, nämlich den geschäftsmäßigen, die geschäftsmäßige Förderung der Suizidbeihilfe, können wir uns nur auf die Zahlen verlassen, die Vereine selbst bekannt geben. Oder diejenigen, die eben in der Tätigkeit da veröffentlichen und dann landen wir dann in einem Bereich von im Augenblick 300 bis 400 Fällen im Jahr, die durch Medien und so bekannt sind. Und deswegen, das zeigt schon mal, dass die Dimension unterschiedlich groß ist. Und ich bin deswegen auch den Grünen sehr, sehr dankbar, dass wir uns diese Woche noch die Gelegenheit geben, über Suizidprävention zu sprechen im Bundestag. Das ist auch was uns der Deutsche Ethikrat nicht wirklich zu Recht aufgetragen hat und wo aber jetzt hier, wo es um diese konkreten Entwürfe geht, leider nicht der Raum ist, da noch drüber zu sprechen. Aber das ist was, was ich eigentlich noch wichtiger sogar finde, als diese Gesetzesänderungen, die wir hier anstreben. Wir haben Achso, ja, genau. Ich muss da nochmal fragen, wenn jetzt jemand sagt, aber natürlich, das war der Journalist.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, jemand, der sagt, lebensmüde ist, aber doch nicht mein 24-jähriger Sohn, wer sagt denn eigentlich, dass, wo machen Sie denn dann die Grenze fest? Ab wann darf man lebenssatt, lebensmüde sein? Und wie, was verlangen Sie von uns als Gesetzgeber, dass wir sowas in den Paragraphen gießen sollen? Das, also das kann ich mir kaum vorstellen, wie das vernünftig aussehen soll. Dann müssen wir vielleicht irgendwo eine Altersgrenze festlegen, unterhalb derer nicht, die aber jenseits der, also weit jenseits der Volljährigkeit steht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. So, dann haben wir, dann hat der Herr Arnold gesagt, der Rechtsstaat würde ausgehöhlt, wenn wir versuchen, die Tätigkeit dieser Vereine einzuschränken. Oder zu verbieten. Man müsse halt mit den gesellschaftlichen Veränderungen mitgehen und es brauche ein reguliertes Dienstleistungsangebot, weil die Mehrheit der Bevölkerung das so will. Ist das auch meine Argumentation als Politiker, wenn es gibt ganz viele Dinge, wo ich mit der Mehrheit der Bevölkerung einig bin, zum Beispiel, dass die Bundeswehr ins Ausland geschickt werden soll. Oder dass es kein Gesetz geben darf, wo Fracking erlaubt wird, oder dass diese Schiedsgerichte in dem transatlantischen Handelsabkommen, dass den Rechtsstaat aushöhlt, für die ich aber keine politische Mehrheit kriege. Das ist nun mal in der repräsentativen Demokratie so, dass sich Mehrheiten in der Bevölkerung nicht immer unmittelbar im Handeln der politischen Parteien und der Fraktionen und des Gesetzgebers niederschlagen. Und das ist auch nicht unbedingt das ist, warum Leute bestimmte Parteien oder Politikerinnen oder Politiker wählen. Also nur allein die Mehrheit der Bevölkerung sind es so, und das auf der Basis von Umfragen und eben nicht von Volksabstimmungen oder Wahlergebnissen, halte ich auch immer für eine etwas schwierige Argumentationsbasis. Unser Gesetzentwurf sieht keine zusätzlichen Eingriffsbefugnisse vor, über die hinaus, die wir ohnehin schon haben. Das heißt, also, wir werden keine Wanze am Sterbebett oder am Krankenbett oder in der Arztpraxis oder im Telefon installieren, die nicht schon längst die NSW und den Herr Schäuble da installiert haben. Da brauche ich mich keine Sorgen zu machen, darum geht es gar nicht. Es geht um eine spezielle Form der geschäftsmäßigen Förderung des Prinzips. Und da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass wir in jedem Arztstuhl einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin stellen. Und ich weiß auch nicht, wo man das herlegt, ehrlich gesagt. So, das waren die Fragen, die gerade an mich gerichtet waren. Danke. Ja, zunächst zu Walter Ott. Also die einleitenden Worte teile ich ja völlig. Das ist richtig, ne? Ott oder Otto? Otto, okay. Die einleitenden Worte teile ich ja völlig, verstehe dann aber nicht, warum dann die Schlussfolgerung ist, ja, wir brauchen aber doch irgendwie eine hohe Strafnorm, um die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Also Strafrecht doch mal ist Ultima Ratio und nicht geeignet, die Sorgen der Menschen, die sie haben, ernst zu oder aufzugreifen, ohne zu prüfen, ob das denn berechtigte Sorgen sind. Also im Bereich Sicherheit machen sich Menschen also alle möglichen Sorgen, vor Einbrüchen und vor Kriminalität. Und wenn wir jedes Mal sagen, oh Mensch, die Sorge ist so, ja, machen wir jetzt mal ordentliches Strafrecht, dann ist das sicherlich genau das, für was wir nicht stehen. Und dann hilft es ehrlich gesagt, also ich entschuldige, dass ich das so sagen muss, aber wenn dann über den Strafnormen, dann drüber steht Gesetz über die Straffreiheit der Sterbehilfe und dann kommen zwei fette Tatbestände mit Strafdrohungen bis zu 3 Jahren. Also das ist auch irgendwie in sich widersprüchlich und für mich nicht nachvollziehbar. Zweiter Punkt, gewerblich ist, glaube ich, nicht steuerrechtlich gemeint, sondern gewerbsmäßig im Sinne von Erzielung dauerhafter Einkünfte. Und nochmal, da kann es aus meiner Sicht nicht darauf ankommen, ob die Ärztin, der Arzt einen Gebührentatbestand für die Beihilfeleistung beim Suizid abrechnen kann oder nicht, sondern der Gesamtzusammenhang ist natürlich zu sehen. Und der Gesamtzusammenhang ist immer seine ärztliche Berufstätigkeit, das ist der Gesamtzusammenhang, indem er den Patienten kennengelernt hat, indem er ihn behandelt hat und indem er dann auch die Gespräche führt. Das heißt, auf den Gebührentatbestand kommt es natürlich nicht an, sondern auf den Gesamtzusammenhang. Und deswegen
ist die ärztliche Tätigkeit dann auch mit erfasst von dieser Strafnorm. Der dritte Punkt, den kann ich natürlich kurz machen, die Frage des Journalisten. Bei der jetzigen Regelung ist es so, ich meine, ich finde nicht, dass man sich das Leben nehmen muss. Ich lebe gerne und würde auch jeden motivieren, weiter zu leben. Aber wenn es jemand anders halt will, dann soll niemand dafür sanktioniert werden, dass er diesen erwachsenen, entschlossenen Menschen hilft. Das ist jetzt nicht so und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und wenn es Vereine gibt, die in der Hinsicht was anbieten und der geht dahin, dann gibt es auch trotzdem nicht das Problem, warum wir als Staat da eingreifen müssen mit irgendwelchen Sanktionen. Das sei eben freigenommen. So. Und ganz zuletzt, da kann ich nur sagen, auch der letzten Beitrag, ja, ich verstehe es auch nicht, ich teile diese Verzweiflung, will ich jetzt nicht sagen, aber die Mehrheit signalisiert ganz eindeutig, man will diese Strafnorm nicht, die Mehrheit in der Bevölkerung will weiter an der liberalen Rechtslage festhalten und wenn wir mit Verboten agieren, werden wir professionelle Angebote verhindern und eher dazu bringen, dass die Menschen weiterhin sozusagen irgendwelche zwielichtigen Angebote annehmen werden. Das heißt, wenn wir sozusagen den Herren Kusch und Co. den Markt entziehen wollen, dann müssen wir professionelle Angebote stärken, das kann ich nur unterstreichen und nicht irgendwie den Ärzten und den Sterbehilfevereinen sozusagen ihre Tätigkeit einschränken. Dann stärken wir eher das Geschäft derer, die wir nicht stärken wollen. Also dieses Plädoyer kann ich nur teilen. Und das ist auch schon mein Schlusswort. Ich bin auch einigermaßen enttäuscht darüber, dass wir jetzt im Bundestag eine dreistündige Debatte haben werden und leider die Position keine Redezeit sein wird für die Ablehnung dieser Gesetzesentwürfe, weil es nur Redezeit pro Gesetzesentwurf geben wird und kein Gegengesetzesentwurf. Deswegen habe ich hier auch heute letztmalig die Gelegenheit genutzt, Ihnen sozusagen zu sagen, warum ich diese Gesetzesentwürfe ablehne. Im Bundestag werde ich diese Möglichkeit leider nicht haben. So, ich bedanke mich zuerst bei den Podiumsteilnehmern. Und natürlich als zweites bei Ihnen, die Sie heute gekommen sind. Unser Anliegen war, aufzuklären über das, was im Bundestag passiert, was die Gesetzentwürfe beinhalten und was sie bewirken können. Ich hoffe, Sie haben gelernt, dass wir uns wehren müssen gegen eine Entliberalisierung, sage ich jetzt mal, der bestehenden Lage und dass wir diese Diskussion weitertragen müssen in wesentlich breitere Kreise, damit begriffen wird, hier wird an einem existenziellen Punkt ein Gesetzgebungsverfahren initiiert, was Selbstbestimmung am Ende begrenzt. Und man übersieht, wir haben uns Mühe gegeben, heute noch nicht, welche Kombinationsmöglichkeiten noch vorhanden sind, um das Ganze vielleicht ja, dann so kombinieren zu lassen, dass es eine echte repressive Wirkung hat. Wir meinen, deswegen haben wir die Veranstaltung organisiert, Sterben ist ein zu ernstes Problem, als dass man an dieser Stelle Deliberalisierungstendenzen hinnehmen könnte. Gehen Sie bitte in Ihre Vereine, in Ihren zivilgesellschaftlichen Bereich und wirken Sie mit an der Aufklärung darüber, was an diesem existenziellen Punkt passiert. Vielen Dank, auf Wiedersehen.